Ich höre sehr, sehr gern Musik. Ich höre die auch abends vor allem zur Entspannung. Wenn ich irgendwie so, gerade wenn ich einen stressigen Tag habe, ich liebe vor allem klassische Musik. Und da kann man so richtig dann aufgehen. Also wenn man dann so ganz laut auch, also wirklich Beethoven liebe ich, Mozart, aber auch Bach manchmal, Mendelssohn Bartholdy, also viele klassische Werke, die einem dann irgendwie so richtig die Entspannung ermöglichen. Und ich mag auch gerne moderneres, also französische Chansons, da ist auch, da steckt so viel Kultur dahinter und irgendwie auch diese ganze französische Lebensart, das ist auch etwas, das holt einen dann auch so ein bisschen raus aus diesem ganzen Alltag. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent, mais voir un ami pleurer. Französische Chansons, also Moustaki, Guibert, das sind Brel, das sind so, die höre ich auch sehr, sehr gern. Das ist einfach richtig schön. Die sind, und dann haben sie auch noch so lyrische Texte, lyrisch, also ich meine, ich kann leider kein Französisch, aber ich habe mir natürlich die Übersetzung angeguckt. Und also sehr lyrische Texte und sehr, sehr, ja, auch poetische Texte. Also die finde ich, und sie vermitteln einfach ein Lebensgefühl, was mir sehr nahe ist. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Der Text ist, ich bin nie allein mit meiner Einsamkeit. Also ich finde, das ist auch sowas, also einfach dieser Gedanke ist so lyrisch, dass man irgendwie nie einsam ist, weil man ja immer doch mit seiner Einsamkeit zusammen ist. Das ist auch ein Gefühl, also ich kenne das so von früher aus Zeiten, wo ich so mehr gelesen habe oder so, wo man dann trotzdem nicht alleine war. Also das sind, ja, das sind einfach schöne Texte. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût? Ou que je réagisse. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Also das ist eben nicht die Art Einsamkeit, wo man sich alleine fühlt, sondern es ist eine andere. Es ist eine, wo man eben einfach zum Denken kommt. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Va.
jamais, jamais vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Also es gibt eigentlich viel, es gibt nicht die Favorites. Also es gibt zum Beispiel in den Beethoven-Sinfonien das Adagio. Und das ist so, also selbst wenn man es isoliert hört, wenn man gar nicht, also wenn man wirklich so angespannt ist, dann will man vielleicht die anderen Teile gar nicht. Aber das ist so, da hat man das Gefühl, man schwebt. Also bei allen, also ob das die dritte ist, ob das die fünfte, die neunte, das ist so, so leicht, so ganz zauberhaft. Und das sind natürlich auch, klar, die Klaviersonaten, die sind wunderschön. Also, aber ich muss sagen, auch vieles andere. Also ich will da gar nicht priorisieren. Es gibt einfach ganz, ganz viele Stücke, die ich sehr schön finde. Ich habe zum Beispiel immer bedauert, ich habe als Kind kein Instrument lernen können, obwohl ich wollte gerne Klavier lernen, aber irgendwie war keine Möglichkeit oder es ging irgendwie nicht. Und dann habe ich später, da war ich schon 16, da hatte ich dann nochmal das vor und habe mir ausgerechnet auch noch Violine ausgesucht und dann hat man mir also nahegebracht und das war auch so, es hat keinen Sinn mehr, es ist zu spät und gut, das habe ich dann eingesehen, aber das habe ich immer als irgendwie etwas, was mir fehlt, empfunden. Das ist eine Seite, die ich eben, also ich kann die hören, diese Musik, aber ich kann sie eben nicht selber spielen. Das ist immer ein Verlust, den ich ja auch wirklich bedauert habe. Musik ist tatsächlich, also die ist so etwas, was mich rausholt, wo ich auch eben mich dann entspanne, wo ich ja so einen Abstand bekomme. Also das ist auf jeden Fall was für mich ganz, ganz wichtig ist. Für mich heißt im Fluss sein eben einfach auch, dass ich nicht ausschließlich Politik mache, sondern dass ich zwar natürlich für die Politik lebe, aber das eigentlich nur kann, wenn ich ganz viel anderes mit aufnehme und dafür auch offen bleibe und dafür auch Freiraum habe, auch geistigen Freiraum. Nur dann ist sozusagen auch die Politik eben eher ein Fließen und nicht ein Krampf, nicht ein Gehetztsein. Also ich glaube, viele Politiker sind einfach ständig gehetzt, weil der politische Alltag, wenn man sich nicht wehrt, ist unglaublich vereinnahmend. Also da wird im Grunde, ja, das ganze Leben wird vereinnahmt. Wenn man sich dem hingibt, hat man kein Privatleben mehr, man hat eigentlich auch kaum noch irgendwie Zeit, sich mal zurückzunehmen, zurückzulegen, von außen drauf zu gucken. Das hat man alles nicht. Man ist gehetzt, man ist ständig gehetzt. Und das ist für mich so der Kontrast zu dem Fluss. Man ist dann eben völlig im Stress. Man ist, viele haben ja dann auch, also das ist ja bekannt, auch gerade hier im Bundestag, die fangen dann irgendwie an zu trinken oder sind dann irgendwie, ihre privaten Beziehungen gehen kaputt, weil sie einfach für nichts mehr Offenheit haben. Und das ist am Ende eine ganz gefährliche Entwicklung, auch was die Frage guter Politik angeht, nicht nur was die Frage, ob der Einzelne am Ende glücklich damit wird.
Also ich glaube auch jeder, egal in welchem Beruf, also nicht nur, wenn man in die Politik geht, muss ja auch immer mit sich selber irgendwie im Reinen sein, führe ich das Leben, was ich führen will? Oder habe ich mich irgendwie in eine Entwicklung verrannt, die dann immer weitergeht und weitergeht, aber die eigentlich gar nicht meine Entwicklung ist? Und das sind natürlich auch so auch schwierige Entscheidungen. Wie will ich leben? Wie will ich das vereinbaren, was ich verändern will? Und trotzdem will ich ja immer noch ich bleiben und will immer noch der Mensch bleiben, der sich im Spiegel auch angucken kann. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr, sehr Wesentliches. Also auch, was Sie vorhin gesagt haben, Ethos lebt natürlich von einem Wertesystem. Und ich glaube, es muss Grundwerte geben, die man nicht in Frage stellt. Also zum Beispiel würde ich, um politische Ziele zu erreichen, auf Überzeugung natürlich immer setzen, auch auf Bündnisse, auf Zusammenarbeit. Aber es gibt Mittel, die meines Erachtens ausscheiden, weil sie einfach den Zielen so völlig konträr stehen. Also die politische Intrige, der Hinterhalt, das sind so Sachen, wo ich schon finde, da macht man sich auch selber dann schäbig. Also selbst wenn man mit edlen Zielen sagt, also ich muss jetzt, um meine Ziele zu erreichen, schäbige Mittel benutzen, dann wird man trotzdem schäbig dabei. Und das gehört auch zu Ethos dazu, finde ich, dass man das dann eben nicht macht. Muss eben mit sich im Reinen sein, finde ich. Das ist etwas, was auch nicht so leicht fällt. Also wenn man nicht in allen, auch gerade in der Politik nicht, weil man eben oft dann auch in Zwängen ist, weil man dann eben, wenn man das durchhält, vielleicht auch in bestimmten Fragen auch Nachteile hinnehmen muss, möglicherweise auch Dinge nicht erreicht, wo man denkt, die hätte man gerne erreicht. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas. Also zumindest kann ich es für mich so sagen, wenn ich das verlieren würde, wenn ich das Gefühl hätte, ich habe mich verloren in der Politik, ich habe mein Selbst verloren und damit natürlich auch meine Selbstachtung, dann wäre ich nicht mehr in der Lage, gute Politik zu machen und dann würde auch irgendwie alles hohl werden, was ich erzähle. Ich glaube, dann würde man auch spüren, dass da eigentlich nicht mehr die Flamme dahinter ist und irgendwie spürt man das. Ja, ich denke, bevor man in die Politik geht, sollte man sich schon darüber klar sein, was man will, wofür man eigentlich das macht, was man bewegen will, was man verändern will. Und natürlich ist genau dieses Problem heute auch eins, dass Leute irgendwie in die Politik stolpern, weil sie ja gerade merken, da ist ein Mandat zu vergeben. Dann sind sie schon mal meinetwegen auf Kreisebene oder plötzlich auch in einem Landesparlament. Irgendwann geht es weiter nach oben. Da bewegt man sich so im Rahmen zwar der Partei, aber man hat nicht so richtige Überzeugungen. Und davon gibt es viel zu viele. Es gibt auch innerparteilich immer irgendwelchen Ausgleich. Aber ich finde, man muss seine Linie haben. Man muss wissen, wohin man will. Und da muss es auch Konsistenz geben. Also wenn man irgendwann sich völlig verliert, wenn man auch, das ist auch eine Gefahr des Politikerlebens, irgendwie nur noch in einem Hamsterrad von Terminen agiert, wo man gar nicht mehr nachdenkt, warum man das macht, dann vergisst man es irgendwann. Also selbst wenn man mal mit edlen Motiven angetreten ist, wenn man so völlig sich aufgibt, auch keine Zeit mehr hat. Also ich glaube, man braucht auch für die Politik Zeit zur Reflexion. Oder für mich zumindest ist das ganz wichtig, Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Lesen, Zeit, um neue Ideen aufzunehmen. Und das ist dann immer auch eine Reflexion, ist das noch richtig, was ich vertrete? Ich glaube, man muss auch immer hinterfragen, sind Positionen richtig oder hat sich da was verändert? Muss ich was korrigieren? Das ist nicht per se opportunistisch, sondern das ist eigentlich notwendig. Opportunismus ist für mich, wenn ich Positionen korrigiere, weil ich das Gefühl habe,
ist gerade nicht mehrheitsfähig, die Stimmung ist eine andere oder die Medien würden mich loben, wenn ich jetzt was anderes erzähle, als ich gestern erzählt habe. Das ist dann wirklich Haltungslosigkeit. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass viele Leute auch deswegen so von der Politik enttäuscht sind, weil sie immer wieder diese Art Haltungslosigkeit erleben. Je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Man muss das lieben, was man macht. Man muss irgendwie auch diejenigen lieben, jetzt nicht im persönlichen Sinne, aber doch im Weiteren, für die man sich engagiert. Also wenn einem das egal ist, wenn man dann gar keine Emotion dabei hat, dann ist das alles so ein mechanisches Funktionieren, das geht nicht. Und man braucht man braucht natürlich auch Liebe zum Leben. Also ich meine, es geht ja gerade, wenn ich bin in die Politik gegangen, warum? Weil ich wollte, dass Menschen gut leben, dass sie glücklich sein können, was aber natürlich materielle Dinge voraussetzt. Und das hat einfach auch etwas damit zu tun, dass man sich für Menschen engagiert, die einem eben dann auch nicht egal sein dürfen. Sonst ist das ja völlig pervers, das ist ja schizophren.